Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 23. November 2023? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Wir starten mit dem Wetter für ganz Thailand. Das ist zurzeit sehr gut. Es gibt nur eine Region, die zurzeit etwas Regen hat, und das ist im Süden Thailands, und zwar wirklich ganz unten, so Grenzbereich zu Malaysia, Region Hat Yai, eventuell noch bis zu Trang. Bis zum nächsten Wochenende soll das Wetter in ganz Thailand noch sehr gut sein. Danach kann es vereinzelt wieder etwas mehr Regen geben. Die zuständige thailändische Telekommunikationsbehörde fordert alle Personen auf, die mehr als 5 aktive SIM-Karten haben, sich neu zu registrieren, beziehungsweise die müssen sich dann dort mit einem gültigen Dokument ausweisen. Da will man den Telefonbetrug bekämpfen oder eben halt auch Personen, die versuchen, mit mehreren Nummern halt verschiedene Konten zu eröffnen. Das ist ja auch bei Bankkonten etc. der Fall oder überall, wo man halt eine Telefonnummer braucht, um sich anzumelden. Nicht betreffen tut es Leute, die nur eine oder zwei SIM-Karten haben, also alles unter 5. Und für die Leute, die nach Thailand reisen in Sachen Tourismus, die können auch bereits schon am Flughafen eine SIM-Karte bei den verschiedenen Anbietern beantragen. Das ist in Thailand sehr einfach und geht auch sehr schnell. In der Regel brauchst du da nur einen gültigen Reisepass. Schon ab 10 Euro bekommst du hier eine SIM-Karte für dein Handy mit Internetzugriff und einer sehr guten Netzabdeckung. Eben für die, die an den Flughäfen wie Bangkok, Phuket etc. ankommen, die können das direkt dort nach der Zollkontrolle erledigen und haben dann auch gleich eine anständige Internetverbindung. Das thailändische Telefonnetz ist extrem gut und man hat thailandweit eigentlich schon fast mit jedem Anbieter eine sehr gute Abdeckung. Alle Jahre wieder, diesmal hat es ein türkischer Tourist in Pattaya erwischt, der von seinem Date im Hotelzimmer ausgeraubt wurde. Er hat dabei 100.000 Baht verloren, das sind ca. 3.000 Euro. Ja, Vorsicht halt, aber ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Wer halt fremde Leute aufs Zimmer nimmt, betreffend tut es da meistens die Sextouristen, die halt irgendwo eine Frau oder einen Ladyboy aufgabeln und dann nach Hause nehmen und halt ihre Wertsachen nicht im Hoteltresor haben, sondern irgendwo auf einem Nachttischchen herumliegen, dann ist halt hier das Verlangen sehr groß, dass wenn du vielleicht kurz auf die Toilette gehst oder unter die Dusche, dass dann schnell da die Brieftasche weg ist und allenfalls auch noch dein Handy und dein Gast natürlich auch. Während vor allem aus Europa sehr viele hoffen, dass die 90 Tage visafreie Einreise kommt, gibt es bereits schon Probleme, und zwar vor allem den chinesischen Besuchern. Da meldet die Polizei, dass sie aktuell eine massive Zunahme haben von Bettlern aus China, die in Thailand sehr gutes Geld durch Betteln verdienen. Ich habe ja gerade im letzten Video darüber berichtet, dass ein Thailänder da ein Experiment gemacht hat, um zu schauen, wie viel Geld das er da einnehmen kann. Und die Zahlen hier von den chinesischen Bettlern, die sind noch viel krasser als die ich im letzten Video genannt habe. Also da machen so Bettlergruppen pro Tag, pro Person Umsätze von bis zu 10.000 Baht. Also das ist eine Menge Geld, und die greifen auch auf krasse Tricks zurück, zum Beispiel Mädchen in Schuluniformen, die am Straßenrand betteln, aber natürlich auch Leute, die Behinderungen vortäuschen etc. Und die thailändische Polizei warnt hier auch vor weiterer Zunahme von Bettlerbanden aus China, sollte hier die visafreie Einreise ausgeweitet werden. Ich denke, das wird jetzt nicht so ein Problem sein, was die Europäer betrifft, aber man sieht hier auch ein bisschen, jedes Mal, wenn sie im Bereich Visa irgendwo eine Lockerung machen, dann dauert das eine gewisse Zeit, dann kommen die Probleme und dann werden die Schrauben wieder angezogen. Jetzt steht auch die gleichgeschlechtliche Ehe in Thailand wieder etwas im Vordergrund, und zwar soll es eine Parlamentssitzung geben am 12. Dezember, wo über dieses Thema diskutiert wird. Und zwar soll das Ziel sein, dass in Thailand in Zukunft alle Leute gesetzlich heiraten können. Nicht nur Mann und Frau, so die klassische Kombination, sondern Mann, Mann, Frau, Frau etc.
Das wird auch vom Kabinett unterstützt, so wie es ausschaut. Am Schluss hat das Kabinett das letzte Wort. Aber mal schauen, was dann am 12. Dezember bei der Parlamentssitzung rauskommt. Gemäß den zuständigen Gesundheitseinrichtungen ist auch in Thailand eine steigende Zahl von Depressionen bei jungen Menschen erkennbar. Und zwar sind vor allem Zukunftsprobleme hier die größte Problematik, mit denen die jungen Menschen zu kämpfen haben. Einerseits Probleme in der Familie oder in der Ehe und natürlich auch das liebe Geld, also Existenzprobleme, finanzielle Probleme etc. Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt drängt auf ein neues Gesetz in Sachen Luftverschmutzung bzw. Bekämpfung der Luftverschmutzung. Sie warnen auch davor, dass wir langsam an einen Punkt kommen, wo das Ganze nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn man hier nicht endlich mal damit beginnt, die Ursache der Luftverschmutzung in Südostasien. Es ist ja nicht nur ein Problem von Thailand, wenn die Bauern auch in den Nachbarländern dort ihre Landwirtschaftsabfälle verbrennen, je nach Wind kommt dann halt der Smog in die entsprechenden Regionen. Vor allem stark betroffen davon sind ja vor allem Bangkok und die nördlichen Provinzen. Das wird sich jetzt auch dann in den kommenden Monaten wieder zeigen, wenn dann wieder ein dicker Smognebel über Zentral- und Nordthailand hängen wird. Bis dato hat es keine Regierung geschafft, irgendwelche fruchtbaren Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung zu unternehmen oder durchzubringen. Und auch die neue Regierung hat jetzt vor, mit Priorität dieses Thema anzugehen. Im letzten Video habe ich ja noch darüber gesprochen, wie es ausschaut im Immobilienmarkt in Bangkok, vor allem im Wohnungsmarkt. Und ein Grund, warum das eben auch viele Ausländer keine Lust mehr haben, in Bangkok eine Wohnung zu kaufen oder dort zu leben, ist eben auch die schlechte Luft. Ich meine, es gibt viele Leute, die auch sagen, ja, das ist alles halb so wild, ist klar. Oftmals sieht man es auch gar nicht. Die Werte sind zwar sehr gesundheitsgefährdend, nichtsdestotrotz, wenn du durch Bangkok läufst, siehst du es nicht extrem. Da gibt es ein paar Monate im Jahr, wo man es extrem sieht. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass halt viele Menschen die Großstädte je länger, desto mehr meiden, halt aufgrund dieses Problems. Und es ist ja nicht so, dass die Leute hier keine gesundheitlichen Probleme haben. Auch die Krankenhäuser haben zum Beispiel letztes Jahr gemeldet, dass sie während den Smogmonaten eine massive Zunahme an Atemwegserkrankungen hatten und das sich auch weiterhin fortsetzen wird. Der Premierminister wird nächste Woche noch in den tiefen Süden Thailands reisen, um dort nach Lösungen zu suchen für eine Beilegung des Konflikts. Ihr wisst ja, ich habe auch schon oft darüber berichtet, dass in Südost-Thailand, vor allem Yala, Narathiwat etc., dass dort unten schon seit Jahren gekämpft wird, beziehungsweise zwischen den muslimischen Minderheiten gibt es dort Konflikte, meistens Sicherheitsbehörden, die angegriffen werden oder Sicherheitspersonal. Und auch für den Tourismus ist diese Gegend aktuell eher ein rotes Tuch. Man kann es zwar durchqueren, bereisen, es ist jetzt nicht so, dass die Anschläge auf Touristen gerichtet oder ausgerichtet sind. Ab und zu kommt es mal zu einer Explosion irgendwo bei einem Busbahnhof, wo es auch zu Verletzten kommen kann bei Touristen, aber Thailand will natürlich vor allem auch diese Region attraktiver machen für Tourismus. Es ist auch eine sehr schöne Region, vor allem auch das Meer dort unten ist extrem schön, hat viel Potenzial, aber zuerst muss halt mal der Konflikt dort gelöst werden, bevor man dann dort beginnen kann mit dem Massentourismus. Ja, das war's auch schon mit den aktuellen News und Infos aus Thailand für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund. Grüße aus Thailand.